Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es den nächsten Adventskalender und das ist der von Manhattan. Ich weiß gar nicht, ob es schon mal welche von Manhattan gab. Das war mir jetzt irgendwie neu, aber kann auch sein, dass ich mich täusche. Diesen Kalender, bin ich ehrlich, hätte ich mir für den vollen Preis, glaube ich, nicht geholt, weil ich glaube, der kostet 39,99. Ich blende es euch ein. Den habe ich über Rossmann bestellt. Es gab aber ein oder zwei Tage eine Aktion, dass es den für 20 Euro gab. Und dann gab es sogar noch einen Manhattan-Code, einen Coupon. Und ich habe den jetzt für 16 Euro bekommen. Und für 16 Euro dachte ich, komm, hol zu dem. Selbst wenn es nicht tolle Produkte sind, dann hat sich das dennoch gelohnt. Dann verlose ich was oder. Gibt es genug Sachen, die man machen kann. Genau, ihr Lieben. Ich rutsche mal einmal ein bisschen zur Seite. Ich habe leider nichts, wo ich den jetzt so hinstellen kann. Aber ich lege den, glaube ich, einfach vor mich. Ihr müsst ihn ja auch nicht die ganze Zeit sehen, oder? So. Dann fangen wir mal an mit der 1. Die mache ich mal einmal auf. Da haben wir jetzt erstes drin Manhattan Lasting Perfection Mega Matte All Day Wear Liquid Lip Color. So sieht das aus. Es ist wirklich so eine schöne nudige Farbe, die, glaube ich, vielen Leuten gefällt. Das finde ich auf jeden Fall auch nicht schlecht. Den würde ich, denke ich, tragen. Dann machen wir auch schon weiter mit der 2. Also ich fand, das war schon ein guter Start in den Kalender. Die 2 ist ein Eyeshadow von Manhattan. Der sieht so aus, ein Mono-Eyeshadow. Ist nicht meins, ich stehe nicht auf Monos, der kommt weg. Also ich brauche ihn nicht, ich werde den, weiß ich nicht, weggeben. Die 3. Da haben wir den Eyemazing Dip Eyeliner in Schwarz. Genau, ich bin nicht so der Freund von Dip Eyelinern. Ich glaube, auch den werde ich persönlich nicht selbst behalten. Aber das ist per se nicht schlecht. Ich glaube, mit dem können halt recht viele was anfangen. Ist halt einfach nur nicht meine Präferenz. Dann die 4. Da haben wir einen Nagellack Bare Affair, die 060. Das ist einmal dieser Nagellack. Der ist, ich glaube, der ist nicht komplett deckend. Und es ist auch kein klares Weiß. Ich finde, der hat auch so einen leichten Rosastich, wenn ich mich nicht täusche. Aber könnte ich mir vorstellen zu behalten. Finde ich nicht schlecht. Ich lackiere aber nur meine Füße, sag ich mal, meine Zehennägel. Weil hier habe ich Gelfolien drauf. Genau. Viertens, dann kommt jetzt die 5. Die haben wir hier. Das ist was recht Schmales. Gott. Wie kriegt man das denn auf? Das ist ja blöd. Da haben wir von Manhattan, ich brauche nicht mal das zu sagen, dass es von Manhattan ist, oder? Ist logisch. Cha Cha Choco Brown, Choco steht aber nur, 96W, Amazing Cool Kajal. Ein Cool Kajal in Braun. Brauche ich nicht. Aber bis jetzt sind wir sehr nudig unterwegs, was, glaube ich, für viele ganz gut ist. Die Nummer 6, das heißt, wir haben jetzt Nikolaustürchen. Mal gucken, was sich da befindet. Und da befindet sich ein Nagellack. Joa, ist okay für Nikolaus, aber weiß ich nicht. Seductive Red. Einmal der. Weiß ich auch nicht, ob ich den selber brauche. Ist jetzt nicht so meins. Die 7 haben wir hier. Da haben wir nochmal ein Eyeshadow, ein matt weiß. Können vielleicht einige gebrauchen, aber ich habe so viele Paletten und ich brauche ihn wieder nicht. Wo haben wir denn die 8? Da haben wir sie. Schon wieder ein Nagellack. Also ich finde relativ schnell hintereinander die Nagellacke. Beginners Lack, 970. Ja, so ein Petrolton würde ich ihn fast nennen. Grün, Petrol, irgendwo sowas. Finde ich ganz schön. Es passt halt von den Farben ganz gut zum Kalender, muss ich sagen. Das finde ich auch nicht schlecht. Dann gehen wir zu 9, da ein Lippenstift abgedruckt ist. Das hat gar nicht so ein Ding zum Reinigen, doch hat es. Denke ich, hier ist ein Lippenstift drin. Ist es auch. Einmal der hier. Das ist, steht hier was drauf? Da. Lasting Perfection Satin Lipstick 890 Alarm. Also, das ist ein schönes Rot. Das passt natürlich auch gut jetzt zur Weihnachtszeit. Aber ich habe Rottöne solche genug. Brauche ich auch nicht. Die 10 hier oben ist wieder etwas schmaler. So, da haben wir einen Lasting Perfection Long Lasting Lip Liner in einem nudigen Ton.
Ich bin kein Lip-Liner-Träger, bin ich ehrlich. Brauche ich also selber nicht, aber es ist okay. Die 11 haben wir als nächstes. Da haben wir Supergel Top Coat. Das ist einmal der. Ich habe noch genug Topcoats, auch den werde ich nicht brauchen. Aber ist auch vollkommen in Ordnung, dass der hier drin ist. Dann haben wir die 12, Halbzeit. Und da haben wir einen Lipgloss drin. Sieht ganz süß aus, aber auch Lipgloss, Leute, habe ich so viel. Ich weiß noch nicht, bei dem bin ich mir nicht sicher, ob ich es behalte oder nicht. Vielleicht. Das war die Halbzeit. Für mich so noch nicht so viel drin. Aber das ist okay. Es muss nicht, es gefällt bestimmt anderen trotzdem. Jetzt haben wir hier mal 13 Türchen, wo vielleicht was für mich sein könnte von der Größe. Ja. Ein Maxi Blush, Powder Blush. Das finde ich doch gut. Für sowas, sowas wünsche ich mir auch im Adventskalender. Und den werde ich sicherlich behalten. Doch, den finde ich schön. Schön, schön, schön. Dann kommt die 14. Wo haben wir die? Ne, das ist die 24. Leute, ich finde sie nicht. Da. Manhattan Clean and Free 01 Pitch Black. Ich glaube, ein Eyeliner Pencil, also ein Kajalstift, einen schwarzen brauche ich nicht, trage ich nicht. Dann direkt weiter mit der 15. Da ist schon wieder ein Nagellack drin in einer sehr ähnlichen Farbe wie vorhin. Das ist die Farbe Your Favorite, die 730. Ich finde, die ähneln sich sehr. Der ist wahrscheinlich noch ein Tucken dunkler, aber ja. Aber ich weiß nicht, ob man zwei so ähnliche Farben hier reinpacken muss. Das finde ich, also das finde ich jetzt wirklich das erste Mal so richtig, dass ich sage, nee, das finde ich nicht gut. Die sind sich so ähnlich. Da hätte man jetzt vielleicht einen knalligen Rotton oder einen Nude oder irgendwas anderes. Aber die sind sich zu ähnlich, finde ich. Die 16 sieht schon wieder nach was aus, was ich gut finden könnte. Und zwar habe ich hier Soft Compact Powder. Auch das werde ich, denke ich, benutzen. Ja, warum nicht? Habe noch keins von Manhattan, das finde ich in Ordnung. Finde ich gut. Die 17, da ist schon wieder Nagellack abgedruckt. Das ist einmal diese Farbe. Also da ist jetzt so dieser nudige Ton. Den finde ich ganz schön. Sweet Dreams, die 27. Den könnte ich mir vielleicht vorstellen zu behalten selber. Haben jetzt aber auch schon 5 Farblacke und einen Topcoat. Finde ich schon dafür, dass wir, wo sind wir bei der 17, finde ich 5 schon viel. Wo haben wir die 18? Da unten. Das ist wieder irgendein Aua-Stift. Ich sage euch gleich, bricht mir den Nagel ab. Manhattan Clean and Free Clean Eyeliner Pencil, wieder einer 004 Soft Orchard. Das ist so ein Grün. Und das finde ich wiederum cool. Ich glaube, den würde ich ausprobieren wollen. Finde ich schön. Also das ist meine Farbe, die gefällt mir. Kommt natürlich darauf an, wie die wirklich auf dem Auge performt. Aber das ist was für mich. Ja, doch. So, dann die 19. Endless Day Eye Primer haben wir hier. Nee, ich habe noch welche und die gehen so langsam leer. Brauche ich auch nicht. Die 20 habe ich hier. Und hier fliegt so eine Fliege rum, ne Leute. Die möchte Stress haben. Die 20 ist schon wieder irgendein Stift. Und zwar ein Lip Liner scheint es mir zu sein. Ist wieder ein Nude Ton in der Farbe 18 Rose Addiction. Der hier. Und ich glaube, vorhin hatten wir doch auch schon einen nudigen. Ja, auch da hätte ich jetzt eine Variation schöner gefunden, bin ich ehrlich mit euch. Die sind sich von der Farbe auch schon relativ ähnlich. Das finde ich dann immer blöd. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Naja, dann machen wir weiter. 21 ist auch schon wieder so ein Türchen. Ist das auch nochmal ein Lip Liner? Ich glaube, ja.
auch nochmal einen Lip Liner in einem Rotton. Da wir einen roten Lippenstift haben, okay. Zweimal hintereinander jetzt, finde ich schon wieder so, naja, das ist die 24 Red Diva. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Die 22. Boah. Haben wir auch nochmal einen Lipgloss. Das ist einmal diese Farbe. Ja, ich weiß nicht, wie gut ihr es sehen könnt. Genau, High Shine Lip Gloss. Steht hier ein Farbton drauf. Wenn, dann sehe ich ihn nicht. Aber der eine ist halt mehr pinky und der andere mehr so ein leicht peach. Ja. Es sind halt beide aus der High Shine Reihe mit so richtig viel Glitter drin, nur ein anderer Farbton. Hier hätte es doch bestimmt auch einen anderen Lipgloss gegeben. Oder vielleicht mal einen transparenten oder einen ohne Glitzer drin oder so. Also ich finde, die packen doch sehr ähnliche Produkte rein. So, ich finde, ein bisschen mehr Vielfalt hätte es sein müssen. Die 23 ist wieder das Größere. Das ist ja vielleicht ein bisschen vielversprechend. Manhattan Natural Bronzer. Das ist einmal der und den werde ich auch behalten und testen. Das finde ich wieder gut. Ja, das war schon die 23. Oh Gott, jetzt kommt die 24 und das letzte Türchen damit. Und da haben wir eine Mascara drin. Ich glaube, die ist noch recht neu. Das ist die Manhattan Volume Up Extreme Black Mascara. Die werde ich auch gerne testen. Ja, das war's. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also für 16 Euro jetzt, was ich bezahlt habe, finde ich es natürlich super. Ich behalte nicht so viel daraus, aber für 16 Euro kann ich echt nicht meckern. Ich meine, selbst die Mascara wird ja schon fast so einen Wert haben. Für 39,99 wäre ich jetzt traurig. Also ich. Das ist alles persönlich natürlich. Ne, ihr findet den vielleicht richtig, richtig klasse. Ich nicht. Wir haben halt einfach diese 5 Nagellacke. Zwei davon in einer sehr, sehr ähnlichen Farbe und halt ein Topcoat. Und dann, ja, wie gesagt, die Lipglosse sind sich ähnlich. Die beiden sind sich, finde ich, zu ähnlich. Also es ist zu viel, was sich ähnelt, finde ich. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dalassen, aber Manhattan hat doch mehr zu bieten. Ja, lasst mir gerne eure Meinung da. Mich holt es jetzt nicht so ab. Wie gesagt, für 16 Euro vollkommen okay. Aber ansonsten, ich müsste ihn nächstes Jahr nicht nochmal haben, sagen wir es so. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.